Okay. Nett. Probieren wir nochmal aus, das gute Ding. Mister, komm welche. Check dein Radar. Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Ja, du. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Da keine Löcher in die Luft. Schnell. So, und damit ein herzlich willkommen zurück. Wir sind beim ersten Let's Play zum Spiel Zombie. Warte mal zu sehen, dass wir ein bisschen schneller durchkommen. Und das ist eine Portierung von von der Wii U. Das gab es auf Wii U schon mal vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich sogar schon. Und schimpfte sich da Zombie U. Und das haben die halt jetzt auch auf die Next-Gen-Konsolen gepackt, wie auch auf den Rechner. Wir spielen das Ganze hier gerade auf den Rechner. Öffnen. Okay. Öffnen wir das mal. Und Jips. Ich spiele das Ganze mit dem Controller, deswegen seht ihr da auch die ganze Zeit die Steuerung vom Controller eingeblendet. Was soll ich drücken? Ah, okay. Ihr seht schon, das ist... Okay. Ja, ihr seht schon, das ist nicht die die modernste Grafik, aber ich persönlich finde, das passt halt ganz gut zu diesem... Ja, zum Stil des Spiels, würde ich sagen. Das Spiel ist jetzt auch erst seit wenigen Tagen erst draußen. Das war vielleicht ein Fehler, jetzt zu warten. Kann ich nicht einfach durchrennen? Ah, doch, das geht. Lass mich in Ruhe. Scheint richtig gewesen zu sein. Mal gucken, wie lange er jetzt noch lädt. Na komm. Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safehouse.
Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht, aber ich wusste schon lange. Ist selbst gebaut. Ich nenn's Prepper Pad. Es ist eine Art Radar mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Okay. Gucken wir auch mal, das war der Scheiß, was wir wieder am Laufen kriegen. Was ich noch erwähnen wollte, wir spielen das Ganze hier in der höchsten Grafikstufe. Jetzt kannst du was sehen. Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Das heißt, besser von der Grafik her wird's nicht. Aber ich finde halt, wie gesagt, das passt halt ganz gut so zum Stil des Spiels. Das schon bedrängt ausmachen. Jetzt gucke ich gerade mich hier erstmal nochmal um, ob wir irgendwas vergessen haben. Der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Okay, dann gucken wir nochmal. Ich brauche eine Keycard. Schade hierfür auch. Wo finde ich denn die Keycard, hat er das gesagt? Hat er doch gar nicht... Müsste da irgendwo liegen, oder nicht? Keycard, Keycard. Wo haben wir denn die Keycard? Verflucht nochmal. Na komm. Um auf dieses ganze Portierungsthema nochmal zurückzukommen. Das kommt halt, wie gesagt, von der Wii U. Und dort gibt es sogar einen Multiplayer für das Spiel. Den haben sie aber leider bei der überarbeiteten Version für den Rechner und für die Konsole nicht mit reingepackt. Keine Ahnung wieso. Macht, glaube ich, richtig Spaß. Wenn du jetzt zu zweit rumrennen kannst, wie bei Dying Light oder so, ist bestimmt eine ganz nette Sache. Wo finde ich denn jetzt verflucht nochmal diese dösige Keycard? Das gibt's doch nicht. Die muss doch hier irgendwo liegen. Okay, kann ich auch so rüberklettern. Gut, dann muss ich den ganzen Weg nicht wieder zurücklatschen. Nee, am besten will nicht. Da liegt doch irgendwas. Kommen wir nicht irgendwie so rüber? Ich wähle mal die Tasten aus. Das ist nett. 180 Grad Drehung auf Knopfdruck. Haben wir denn irgendwie die Möglichkeit? Nee, das ist klar, damit läuft man. What the? Reichweite? Was haben wir denn hier? Habt ihr den Punkt da gesehen? Regal. Plünderbares Objekt. Ja, aber ich kann das nicht plündern. Hä, es verstand doch gerade, dass ich plündern kann, oder nicht? Ja, am besten Willen weiß ich gerade nicht, wie wir hier rauskommen. Ach, hier ist es grün. Hä, hat er das gesagt, dass es auf einmal offen ist? Ich meine nicht. Egal, dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir wollen heute noch so ein bisschen vorankommen. Die Let's Plays zu dem Spiel wird es wahrscheinlich erstmal täglich geben. Parallel zu jedem zweiten Tag eine Runde Minecraft. Da können wir auch gleich hin, aber dann gehe ich erstmal hier vorne in den Raum. Wir müssten ja irgendwo mal unsere ersten Waffen finden. Da kann ich auch drüber, aber ich will ja erstmal gucken. Oh, das ist aber eine feste Mülltonne. Kannst du nicht umtreten oder wegtreten. Hier ist so eine Tasche. Kann ich die plündern? Darf ich nicht, okay.
Nee, ich will nicht rüber, sondern ich will hier irgendwie was öffnen. Achso, das war die Tür. Schade. Schieben. Achso, okay, damit können wir uns einfach nur die Tür verbarrikadieren. Ansonsten scheint er hier nicht mehr viel rumzugammeln. Schade, er hätte ganz gerne irgendwie einen Baseballschläger oder sowas. Falls die Viecher hier nochmal kommen. Dass wir den ordentlich eins überbraten können. Warte, gucken. Hier haben wir noch ein paar Zeitschriften. Was haben wir denn hier Schönes? Noch nichts Bekannteres. Schade. Nichts zum Lesen. Und ich sollte ja den... Links muss in den Rucksack. Ich muss einfach vermuten, dass der da beim grünen Punkt ist. Aber wie kommen wir da hin? Oder ist das jetzt auch offen? Ne, das ist zu. Okay. Achso, da müssen wir wahrscheinlich bei den vorherigen Überlebenden den Schlüssel finden. Ne, jetzt habe auch ich es so langsam. Zumindest vermute ich das. Dass die hier irgendwo rumgammeln. Mal das Radar ausprobieren. Da war doch was. Gerade gucken. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Los, hol dir den Cricket-Trigger und sei nicht zimperlich. Nimm es als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Auch, ist das eine Manche. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt zieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Okay. Ah, nice. So möchte ich es haben. Eine vernünftige Knarre. Munition, was haben wir hier noch? Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Okay. Maximale Punktzahl. Wie lange wir schon spielen. Fertigkeiten. Nett. Das haben wir doch alles schön beisammen jetzt. Hammer benötigt, okay. Aufheben, ah, Munition. Klar. Immer mitnehmen. Ich weiß nicht, wie rar die in diesem Spiel ist. Es gibt echt Spiele, da musst du dir einen Wolf suchen, um irgendwie an Munition ranzukommen. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Klar kannst du dann noch Entscheidungen treffen, aber die sind vielleicht nicht so durchdacht. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Die Monitore, okay. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. So, das ist ja cool. Dann können wir uns wahrscheinlich in der Stadt... Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Einzelne Kameras schnappen und die hacken. Und dann dauerhaft darauf zugreifen. Benutze Branche. Okay. Nett. Probieren wir nochmal aus, das gute Ding. Mister, komm welche. Check dein Radar. Wo? Hier ist das zu. Rauskommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Die haben alle nichts mit dabei. Ich bereich jetzt mit deinem Pad und sieh, was du dir krallen kannst. Mit einem geschenkten Gaul. Die Zombies haben echt nichts auf Tasche. Das ist echt unmöglich. Was waren das denn für Leute? Drück und halte, um zu scannen. Hier ist auch noch irgendwas. Wir haben noch irgendwie ein paar Bretter. Wo soll ich denn hin? Ach, da hinten hin. Okay. Das machen wir tatsächlich erst gleich. Wie
Kann man runter? Ne, runter so wollen wir ja nicht. Ich renne mal rüber. Jetzt haben wir hier genug geschaut. Oder gibt es hier unten noch irgendwo einen lebenden Zombie? Ja. Ja. Scheint nicht wirklich noch einer da zu sein, den wir über den Haufen schießen können. 5 Munition. Nehme ich alles mit. Jeder einzelne Schuss zählt. Von wo? Ich höre die Viecher doch. Wo sind die denn? Was ist da drinne? Dann wird mal schön da. Bleib liegen. So, jetzt scanne ich erstmal die Kamera. Kann ich die so nicht hacken? Schnell rein und draufkloppen. Und nochmal, komm. Zack. Nochmal. Zack. Oh, die hat zumindest eine Dose mit dabei. Sprudelwasser. Ja, lecker vom Zombie. Ist bestimmt richtig schon keinem frei. Plündern. Nix. Hier scheinbar auch nichts zu looten zum Looten haben. Hier ist ein Rechner. Mhm. Können wir drüber klettern? Aber ansonsten, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich soll mir hier den Rechner schnappen. Beziehungsweise die Kamera. Das ist eine Keycard. Na endlich. Oh, die habe ich nicht geplündert. Jetzt habe ich sie geplündert. Das ist sie. Gucken wir mal noch in die Schränke rein. Oh, sind alle auf einmal, die wir nachgucken können. So, und die sind wir hier gerade durch. Und ab geht's zur verschlossenen Tür. Ja, wobei, wir können natürlich auch wieder zurücklatschen. Ne, können wir nicht, das Tor ist zu schade. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann aber schon für heute. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, die zweite Folge kommt dann schon morgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Tag wieder einschaltet. Bis dann, haut rein. Ciao.